Einzelhändler. Wir sehen heute mit mir, Matthias und Toko, den fünften Teil des Sachsfeld-TVs. Einen schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend. Extra für euch haben wir uns heute etwas seriöser in Erscheinung gebracht. Das wurde gewünscht. So, das reicht wohl. Nein, du hast ja einen Plan. Ich habe einen Plan. Wir haben einen Plan, also wir haben eine Kamerafrau heute dabei. Wir haben also scharf aufgerüstet. Wir haben einen Regieassistenten dabei. Und wir haben kein Fenster mehr im Hintergrund. Wir haben keine Rutschen. Also es geht ohne Quietschen. Es ist, man... Nee. Doch. Wackel mal hin und her. Nee, richtig. Ja, das kann ich auch. Also wir haben schon was verbessert und wir haben einen Plan, einen Ablaufplan. Also wir werden erstmal auf eure Fragen eingehen und dann werden wir heute sehen, wie ein Saxophon zusammengebaut wird. Kann ich mich jetzt ein bisschen entspannter hinsetzen? Mhm. Danke. Bis zum ersten Ton. Im Forum wurde ja gefragt, ob so viel Theorie beim Lernen nötig ist. Muss ein Unterricht so theoretisch sein? Nein, muss nicht. Also es kommt ja immer darauf an, was man will, so wo man hin will. Also das geht erstmal los mit Spielen. Das ist ja das Wichtigste. Töne produzieren und Ansatz lernen und so ein bisschen was über die Technik erfahren etc. Und dann, mein lieber Matthias, dann gucken wir mal, ob du auch nach Noten spielen willst. Nee, will ich nicht. Ja, vielleicht ja doch, weil es dich dann reizt. Das sind ja Dinge, die kommen ja erst so... Ja, aber wenn ich jetzt eine Schule aufmache, von wem auch immer, ist ja egal, dann steht da erstmal seitenlang Theorie. Das überspringen wir, das erzähle ich dir ja. Ja, und, ja eben, aber muss das jetzt alles so theoretisch sein? Der Lehrer gibt Hausaufgaben auf, hat man gehört, musst du lernen, musst du auswendig lernen. Muss das sein, oder? Wenn du in die Fahrschule gehst und der Fahrlehrer sagt, fahr mal eben 50 km/h. Ja, ich mache aber auch keine Saxophonprüfung, oder? Wer weiß. Nee. Die Saxophonprüfung vor der IHK, da bin ich ausgebildeter Saxophonist. Ah. Du bist aber gar kein Ausbilder. Nee. Wir brauchen aber andere Ausbilder für. Das, wer weiß, was noch alles kommt. Genau, wir machen Saxophonausbildung. Du schweifst ab. So, okay. Also, wir sparen uns erstmal Theorie aus dem Buch. Das erzähle ich dir einiges erstmal drüber, das Wichtigste, was du wissen musst. Und der Rest kommt so peu à peu. Natürlich wirst du auch noch Noten lernen spielen, natürlich gehört auch ein bisschen Theorie dazu, aber man soll das auch nicht als für einen Menschen, der in einer gehobenen Altersklasse einsteigt, Saxophon zu spielen, will man ja nicht überfordern. Ja, wir sind ja eh alte Säcke auf Sachswelt. Also von daher. Ja, wir machen mehr Praxis als Theorie, aber Theorie ein bisschen gehört auch dazu. Gut. Aber nicht zu viel. Also fangen wir heute. Also ich habe mich ja entschieden, das wurde auch gefragt. Ich habe ein Saxophon gekauft, das habe ich aber mich nur deswegen so entschieden, weil ich das sowieso schon hatte. Normalerweise würde ich jetzt, wenn ich mir unsicher wäre, erstmal eins mieten. Und dann gucken, ob ich denn überhaupt Saxophon spielen will noch. Aber ich habe mir jetzt eins gekauft. Was ich zufällig leider heute zu Hause vergessen habe, deswegen greifen wir heute zu einem Saxophon von Toko. Hast du schon gefragt, ob ich das mache? Ja. Okay. Das steht doch schon da. Oh, erklärt mir jetzt, wie man das Saxophon... Ich muss erstmal meine Krawatte hier wieder. Das sieht ja völlig... Wie man das Saxophon richtig zusammenbaut. Genau. Das ist nämlich entscheidend, weil man kann schon beim Aufbau des Instrumentes dafür sorgen, dass es nicht so schnell kaputt geht, lange hält, nicht so schnell verschleißt. Und deshalb, fangen wir mal an. Ja. Oder? Gut. Sicher? Ja. Doch kannst du zurücktreten, wenn du dich nicht traust. Nein, wir ziehen durch. Okay. Gut. Dein Saxophon. Mein Saxophon. Geht das oder soll ich es auf dem Podest legen? Das ist ein bisschen, aber die Luft kommt schon wieder. So, gut. Jetzt habe ich mein Saxophon. So. So. Das erste, was du dir umhängst, ist der Tragegurt. Das ist dieses Teil. Genau. Und zwar richtig rum. So. Das kann man ja auch mal ein bisschen
enttüdeln hier? Ja, ich habe das ja nicht da reingepackt. So. Ist nicht meins. Also nicht wirklich meins. Warum ist der aus Plastik? Die gab es auch, da gibt es teilweise auch immer noch aus Metall, aber da hast du dann das Problem bei zu viel Reibung, dort wo man das später einhängt, das zeige ich noch, dass dann Metall auf Metall reibt, dann reiben die Ösen gerne irgendwann durch und dann hat man so eine Kerbe drin und irgendwann reißt es aus und deshalb nimmt man Kunststoff, weil das kann das Metall am Saxophon nicht zerstören. Gut. Gut. So, dann nimmt man den S-Bogen aus dem Koffer. Ja, den habe ich hier. Da. Gut. Und auf diesen S-Bogen setzt man das Mundstück auf. Das habe ich hier. Ganz genau. Ja, hier ist aber schon ein Problem. Ja, gut, es gibt ja, also diese noble Version haben ja nur die wenigsten Spieler gleich mit Schächtelchen. Ja, aber das ist sehr gut. Ja, Schmuckkästchen, so. Schminkkästchen. Ihr habt jetzt hier das. Genau, das schiebst du auf. So. Nein. Nee. Zeig dir das. Du hältst das von oben fest. Und setzt dann das Mundstück ganz weit auf den Korken drauf. Von oben aus dem Grund, wenn du es hier hinten festhältst, dann drückst du die Oktavklappe gegen den Bogen und kannst du, wenn du fest, zu fest drückst, Dell hinterlassen. Okay. Deshalb von oben festhalten, die Oktavklappe ist ja geschlossen und dann kannst du es schön aufsetzen. Man macht immer erst das Mundstück auf den S-Bogen, weil wenn du das, den S-Bogen auf dem Instrument hast und fängst dann an, wenn es schwer geht, zu drücken, dann kann es sein, dass er verbogen wird, durchknickt, irgendwann immer spitzer an den Seiten wird und oben und unten immer mehr staucht. Und das würde dazu führen, dass es nicht mehr richtig klingt oder intoniert oder anspricht. Deshalb von vorne, hier von oben festhalten und dann möglichst weit erstmal raufsetzen. Mhm. Wie weit man raufgeht, hängt auch später so ein bisschen von der Intonation ab. Das kann man dann noch mit ein bisschen regulieren, wobei ideal ist immer schon relativ weit drauf. Hoch rauf und ordentlich. Weil, damit die tiefen Töne gut ansprechen. Okay. Ja? Hat man das sehr, sehr weit draußen, können die gerne rollen, rühren oder sprechen. Für Deutschland ja nicht schlecht. Ja, ach, das wolltest du ja. Ja, ne? Ja, Deutsch, ja. Nicht Klassik. Also Deutschrock hier vorne. Das habe ich mir dann nur angetan. Nein, also möglichst weit drauf. Prinzipiell sollte man später einen Ansatz haben, dass man das dann auch in der Position intonieren kann. Eventuell noch ein Stück weiter raus ist okay. Aber wenn es, wie gesagt, zu weit draußen ist, haben viele Spieler oft das Problem, dass die tiefen Töne nicht ansprechen. Mhm. Liegt daran, dass der Gesamtweg von Mundstück Spitze bis zum Trichter eben zu lang ist und im Verhältnis nicht mehr stimmt. Okay. Ja? Also rauf damit. Also erstmal rauf. So. Aber wenn das jetzt, wenn ich jetzt das Mundstück habe. Und das ist ja richtig fest. Der ist ja gar nicht so dick, der Korken. Es gibt ja auch einen dickeren Korken. Was mache ich dann? Und der jetzt. Dann würden wir den Korken dementsprechend bearbeiten. Aber sag mal, wenn du einen Saxophon ausleihst oder kaufst, dann sollte das schon alles so aufeinander abgepasst sein. Okay. Okay? Gut. Du spielst nicht ich. Ja. So, dann kommt das Blatt auf das Mundstück. Da ist jetzt noch ein Stumpfen drauf, so als Schutz für dein Mundstück. Also mache ich jetzt diese ab hier. Genau. Zack, zack. Und dann holst du oder nimmst ein Blatt. Du nimmst ein Blatt. Ich habe kein Blatt. Hier ist ein Ried. Ja, oder ein Ried. Dein Blatt ist ein Ried. Ja, aber ich kriege das noch nicht raus. Jetzt. Hab gut. So. Und dieses Blatt, ich zeige dir das jetzt einmal, wird aufs Mundstück gemacht. Ja. Und zwar legt man es auf, sodass die Blattspitze oben fast bündig abschließt. Man sollte, wenn man von vorne oder so auf Augenhöhe guckt, noch so einen mini kleinen schwarzen Rand erkennen. Und wenn du von der anderen Seite auf Augenhöhe guckst, sollte das Blatt nicht überschreiten. Kein Blatt mehr. Genau. Auch hier ist es so, dass es tatsächlich, man kann nicht definitiv sagen, das muss immer genauso sein. Also je nach Mundstück, je nach Ansatz, kann das auch ein bisschen variieren. Also manche kommen dann auch besser klar, wenn sie es einen Tick weiter runter machen. Ich selbst habe lange Zeit auf dem Otto Link Mundstück gespielt, da war es sogar besser, wenn es sogar einen ganz kleinen Hauch auf Augenhöhe zu sehen war von der anderen Seite. Das sind aber Feinheiten, da kommt man später erst zu. Generell erstmal so, dass man einen hauchkleinen Rand oben erkennt. Höre ich das, wenn und das von der Augenhöhe nicht besteht. Du merkst es, wenn es nicht richtig anspricht. Und dann kann man da mal ein bisschen mit spielen und gucken, was passiert. Dann nimmt man die Klammer, setzt die auf. Ja, jetzt habe ich die Möglichkeit, das nochmal so ein bisschen zu korrigieren, das Blatt.
Und wichtig hierbei ist, dass die Klammer unterhalb des Cuts von dem Blatt sitzt. Da ist sogar kein Schnitt drin. Ja, da ist ein Schnitt. Ich erkläre dir das. Der Cut ist der Bereich, wo von dem ganz glatten Holz über diesen rauen Bereich, da wo es abgefeilt ist, geht. Es gibt Cuts, die sind ganz gerade, und es gibt Cuts, die sind so wie hier halb rund. Und da sollte es deutlich drunter sitzen, weil das Blatt möchte ja auf gesamter Länge schwingen. Und wenn die Klammer zu hoch ist, behindere ich das Blatt in der Schwingung und dann spricht es schon wieder schlecht an. Gut. Das darfst du jetzt einmal selber versuchen. Aber ist es nicht einfacher, wenn ich den Festbogen erstmal abmache? Das Problem ist, wenn du das Mundstück dann wieder raufschiebst, wenn es ein bisschen schwerer geht, neigt es gerne dazu, dass die Klammer ein bisschen verrutscht oder das Blatt, und dann hast du das Problem eben. Das geht ja hier sehr schwer. So, jetzt ist es verrutscht. Das sieht man nicht. Wir haben nur eine Viertelstunde Zeit. Du bist doch der Schnittmeister. Das sieht gut aus. Aber ich gucke mal, jetzt ist das aber wellig. Sehr gut. So. S-Bogen nehmen. S-Bogen nehmen. So. Jetzt das Saxophon aus dem Koffer. Einfach nur nehmen, fass mal fest, nehmen wir mit einer Hand, stell es einfach im Koffer mal auf. Ja, wo greife ich jetzt? Da oben. Ah, da greifst du zu. Da, wo keine Tasten sind. Stellst es auf und jetzt steckst du den S-Bogen oben rein. Oh, jetzt krieg ich hin. Na, zu dir bitte hin. Danke. So. Ja. Schön festhalten. Bisschen drehen dabei. Den S-Bogen, nein. Bitte ganz raufsetzen den S-Bogen. Warum? Damit der Hebel greift und das auch von der Intonation hinhaut. Bitte das Saxophon festhalten, mit der anderen Hand schrauben, danke, und jetzt drehen und ineinander setzen. Und dann weiter festhalten und dann die Schraube wieder anziehen. So. Gut. So. Und nun hängst du es als allererstes in dein Gurt an. Das kriege ich hin. Wo? Da ist doch extra eine Öse. Ah, da. Und das ist auch die Öse, die durchreiten würde, wenn das ein Metallhaken wäre. Das ist natürlich nicht ideal. Genau. So. Das hast du schon mal zusammengebaut. Jetzt sind wir kurz vor dem Ziel. Der erste Ton von Herrn Hochheim. Aber das bauen wir ziemlich blöd hier rum. Jetzt stellst du dich mal hin, bitte. Dann sieht man mich aber nicht mehr auf der Kamera. Dafür haben wir ja eine Kamera gebaut. Die kann ja diesmal sofort reagieren. Wir bleiben jetzt stehen, bis sie sagt, es ist alles okay. Okay. Das ging ja schnell. Das war so schön. So, und nun stellt man das Saxophon von der Höhe richtig ein, dass du, wenn du das Mundstück in den Mund nimmst, guck mich an, nicht nach unten knicken musst, sondern dass du es fallen lässt und dann gerade in den Mund reingeht. Und das kannst du, wenn du da hochziehst, dann einstellen. Wenn ich wie hochziehe? Nur an dem Mittel. Ja. Ah, das klappt. Also jetzt nochmal einen Tick runter. Wir haben wieder runter viel. Gut. Rechte, jetzt guckst du, rechte Hand nach unten, hier unter den Haken. Linker Daumen oben auf den Knopf, unter die Oktavklappe. Das ist erstmal so die Haltung, da hast du deine Hände immer liegen, deine beiden Daumen. So, genau. Okay, so. Dann, oben hast du hier auf dem Mundstück eine Bissplatte, damit das ein bisschen gedämpft ist für die Schneidezähne. Da setzt du mal mit deinen Schneidezähnen hier so in der Mitte ein bisschen auf. Die sehe ich doch gar nicht immer wieder. Ist egal. Es ist auch egal, was jetzt passiert und wie das klingt. Jetzt hau einfach mal rein.